Liebe Golffreunde, Ihr GolfPro George hier. Was machen wir alle? Was macht eine durchschnittliche Golfer, wenn er regelmäßig zum Üben kommt? Wir schlagen ein paar Bälle auf dem Driving Range aus einer flachen Lage aus. Wir machen ein bisschen kurzes Spiel, wir spielen auf dem Platz. Üben wir überhaupt schwierige Lage? Und wie oft sind wir in so einer Lage, bergauf, bergab und so weiter? Und was versuchen wir darauf zu machen? Um euch zu helfen, bereite ich in den nächsten 4 Golfwochen ein paar Videos mit so einer Lage. Beim schwierigen Lage sind 4 wichtige Komponenten, mit denen man diese Situation anpassen. Also haben wir den Schlägewahl, haben wir den Ballposition, haben wir unsere Stellung über den Ball und auch unseren Schwung. Alle diese 4 Faktoren haben eine große Beeinflussung im Treffmoment. Und ich muss diese Situation jetzt anpassen. Zuerst, denn ich liege jetzt bergauf. Automatisch mein Gewicht befindet sich am meisten auf der rechten Bein. Bleib auch länger auf der rechten Bein während dem Schwung. Was mache ich? Ich bringe den Ball ein bisschen weiter links, also gegen, an der anderen Seite als mein Gewicht. Ich schwinge mehr mit Händen und ich bin vorbereitet, dass während mein Schwung mein Gewicht bleibt länger auf der rechten Seite. Manchmal stehe ich stark bergauf, dann bleibt mein Gewicht total auf der rechten Seite. Eine gute Übung. Wir stehen bergauf, so wie hier. Ich habe mein Gewicht auf der rechten Seite. Ich bringe meinen Ball weiter links und ich bringe die linke Bein ein bisschen zurück und auf die Spitze. So garantiere ich, dass ich schwinge mehr mit Händen und mein Gewicht bleibt rechte Seite. Und auch, ich habe jetzt die Freiheit für meinen Durchschwung. Ich schlage ein paar Bälle für euch. Das ist ein gutes Gefühl. Denn ich habe mein Gewicht zu der rechten Seite und der Ball liegt weiter links. Ist mein Schlägekopf mit einer größeren Luft zu dem Ball. Deshalb brauche ich eine Schläge mehr. Ich habe jetzt die 9 Eisen und mein Ball ist geflogen wie eine Pitching Wedge. So, jedes Mal habe ich das im Kopf und ich überlege richtig für meine Schlägewahl. Sehr wichtig beim schwierigen Lage ist immer unser Gleichgewicht während dem Schwung zu halten. Gleichgewicht auch zu dem Ende des Schwungs. Das garantiert, dass alles hat gut funktioniert mit einem guten Tempo. Ich schlage noch einen Ball mit unserer Übung. Rechte Bein nach vorne, die linke ist ein bisschen zurück. Ich stehe mehr auf der rechten Seite. Ich bringe den Ball weiter links. Und los geht's. So, das war's, meine Damen und Herren. Unser erstes Video beim schwierigen Lage bergauf. Ich übe regelmäßig mit Anfänger bergauf, denn der Ball fliegt leichter. Schöne Ballflüge wünsche ich euch beim Bergauf üben. Das ist unsere Übung für diese Woche. Nächste Woche kommt bergab.